Herzliches Grüß Gott, in Bayern sagen wir das so. Ich bin die Leitung des Stadtmuseums in Erlangen und ich bin sehr, sehr erfreut, gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Andreas Thum, bei mir ist er auf der übernächsten Bild zu sehen, aus dem Stadtmuseum wissenschaftlicher Mitarbeiter, dass wir beide eingeladen wurden. Und schon gestern bin ich etwas errötet, ob der Freude, dass Sie, wie ich es mir gedacht hatte, nicht bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern angerufen haben und gesagt haben, wen könnten Sie uns empfehlen, sondern Sie sind, so haben Sie es gestern erzählt, auf unsere Homepage im Netz aufmerksam geworden. Und das hat mich natürlich jetzt sehr erfreut. In gewisser Weise ist die Homepage ein Produkt von Corona. Das haben der Herr Thum und ich hauptsächlich in den letzten Monaten mit großem Engagement vorangetrieben. Und ich würde jetzt ganz offen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das Ganze schon mindestens 4 Jahre vorgehabt und es immer nicht geschafft. Also ich bin seit 5,5 Jahren Leitung des Stadtmuseums in Erlangen. Vorher hatte ich eine Leitungsfunktion in Nürnberg, im Museumsverbund am Fembohaus. Und es war mir klar, mit unserer alten Homepage müssen wir was tun. Andreas, du hast gesagt, du hast noch einen Screenshot von unserem alten Homepage. Ja, den würden wir mal zeigen. Und dann können Sie vielleicht nachvollziehen, warum ich tendenziell nicht mehr gut geschlafen habe, dass wir mit dieser Homepage am Start waren. Also es ist eine Homepage, die war an der Stadt angedockt. Die Website der Stadt ist auch nicht state of the art. Sie hatte unglaublich viel personelle Ressourcen genommen, weil es sehr schwierig war, immer wieder was neu einzustellen. Die Bilder sind briefmarkengroß, nicht nur hier. Und mir war klar, wir sind das größte von 4 Museen in einer Universitätsstadt mit inzwischen 113.000 Einwohnern. Und unser Selbstverständnis ist doch so, dass wir wollten, dass wir eine eigene Homepage haben. Also ich glaube, das kann man dann wieder wegtun, weil es gar so grauselig ist. Wie Sie es alle wissen, ist eine Homepage zu machen eben nicht eine Sache, die man mal schnell tut, sodass ich es immer wieder verschoben habe. Die finanzielle Problematik war gar nicht so groß. Da hatten mir auch die Stadträte immer gesagt, ich soll loslegen, hatten mir auch ein bisschen zu verstehen gegeben, warum wir noch nicht loslegen. Und das war einfach geschuldet der großen Arbeit eines Stadtmuseums. Das kennen Sie ja eigentlich alle, zumindest die, die auch vom Museum kommen. Die Zielgruppen bei uns sind im letzten Jahr alle Bürgerinnen und Bürger. Also wir machen einen Gemischtwarenhandel. Und Gäste der Stadt, die bei uns jetzt leider touristisch weniger kommen, sondern vor allem von der Universität und Siemens, Areva, das sind unsere großen Player, die da sind. Und für die haben wir unser Stadtmuseum seit vielen Jahrzehnten geöffnet und wollten ein ordentliches Haus bieten, auch als Website. Wie gesagt, für mich war es ganz klar, weg von der Stadt. Wir wollten eine eigenständige Homepage haben. Das gab auch keine Probleme hier im Stadtrat, das zu tun. Die Frage war jetzt Agentur oder Baukastensystem. Und für mich war 4 Jahre lang ganz klar Agentur. Nur Agentur, auch wieder Selbstverständnis. Also, dass wir sozusagen wirklich ganz frei sein wollten, eine sehr individuelle Seite gestalten wollten. Und ich bin dann eigentlich durch ein Gestaltungsbüro, mit dem ich schon öfters zusammengearbeitet habe, darauf aufmerksam gemacht worden, haben gesagt, Frau Korn, warum wollen Sie denn nicht mit einem Baukastensystem arbeiten? Wir haben schon öfters für Museen mit Baukastensystemen gearbeitet. Also es war jetzt nicht dieses Museum, spreche ich es immer aus, sondern mit anderen. Und Sie haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und da ich auf die höre, habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, freunde dich doch mit diesem Baukastensystem an. Und wir sind über die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, das ist unsere Beratungsstelle, auf dieses Museum gekommen. Und ich habe mich aus folgenden Gründen für das Baukastensystem entschieden, weil wir so knappe Personalressourcen haben. Das heißt also, eigentlich waren es nur der Andreas Thum und ich, die dran mitarbeiten konnten. Dann war mir klar, dass das Museum ja schon seit einigen Jahren existiert und ganz stark auf Museumsbelange abgestellt ist. Also alle die Ideen, die man mit einer Agentur erst selber entwickeln müsste,
sind schon da. Wir können uns also sozusagen von dem Know-how, also wir profitieren vom Know-how der Landesstelle und auch der vielen Museen, die das ja in Bayern schon verwenden. Ich hatte eine Hoffnung, dass es eine Zeitersparnis gibt, weil ich habe in Nürnberg schon einmal als Leiterin des Stadtmuseums Fembohaus, allerdings für einen großen Museumsverbund, einem Website mit einer großen Berliner Agentur mitgemacht und es war unglaublich viel Arbeit und dachte mir, das könnte also vielleicht auch eine Zeitersparnis geben, damit ich auch diese Homepage für das Haus möglichst bald vorlegen kann. Mir war auch klar, dass die Programmierung ja schon vorliegt, damit eine Kostenersparnis ist, also Wirtschaftlichkeit. Und außerdem hat das Stadtmuseum vor, in den nächsten Jahren, in den nächsten 5, 6 Jahren sich ganz neu zu erfinden. Wir wollen einen Neubau wagen im Rahmen unseres denkmalgeschützten Gebäudekomplexes, wollen uns ganz neu erfinden und in diesem Prozess wird es natürlich sicherlich auch einen Prozess des Corporate Design oder geben, wo dann eine ganz neue Homepage kommen wird. Und das waren die Gründe. Für mich war das Wichtigste, und da habe ich dann mit Herrn Thum an der Landesstelle immer wieder gefragt, dass es eine individuelle Seite wird. Also mein Horror war, dass das genauso ausschaut wie alle anderen auch. Das hätte mit dem Selbstverständnis, das ich für das Haus habe oder das wir hier haben, nicht zusammengepasst. Da haben wir dann mit der Person von der Landesstelle auch immer wieder gesprochen und die haben gesagt, ja, es ist also ganz individuell gestaltbar. Da würde ich sagen, wird man Einschränkungen machen müssen bei einem Baukastensystem. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also das ist nicht ganz so gewesen. Wir haben dann uns, also das waren die Kriterien, die das erfüllen sollte, die Gestaltbarkeit, dass es unkompliziert bedient werden kann, also anders als unsere städtische Homepage, dass das vom Haus aus mit Inhalten leicht gemacht werden kann. Es sollte natürlich responsiv sein, also auf allen Geräten gut lesbar sein. Für uns war die Barrierefreiheit ganz wichtig, denn wir hatten vor 1,5 Jahren eine sehr beachtete große Ausstellung zu Behinderung und sind jetzt etwas tiefer eingestiegen in die Barrierefreiheit und haben da auch bei den Stadträten geweckt, dass wir da ganz an der Spitze stehen sollen, am besten weltweit, also das schaffen wir natürlich nicht, aber das war uns ganz wichtig, die Wirtschaftlichkeit und natürlich, dass wir auch Filme und Social Media Dinge einbetten können. Wie sind wir vorgegangen? Ich hatte schon ein bisschen Vorerfahrung mit der Arbeit in Nürnberg. Ich hatte am Anfang auch noch Kontakt mit der Person, die das dort gemacht hat, die uns immer beraten hat. Wir, von uns aus war ganz klar, dass wir auf jeden Fall das nicht selber gestalten wollen, denn das kann man beim Museum auch. Da sind die Dinge so einfach gelagert, dass man das auch wirklich für die kleineren Museen gemacht hat, dass man das ohne Probleme auch selber machen kann. Für mich aber war ganz klar, für uns war klar, dass wir ein Gestaltungsbüro, also keine Agentur, sondern ein Gestaltungsbüro hinzuziehen wollten. Wir sind von unserer alten Homepage ausgegangen. Das heißt also, wir hatten ja schon ein Konvolut von alten Texten und Fotos. Und da muss ich also auch meinem Vorgänger ein großes Lob aussprechen. Bei uns wird seit 30 Jahren mindestens unglaublich viel Wert auf eine gute Fotoarbeit gelegt. Da wird auch immer Geld ausgegeben und ein Profi oder Profis beauftragt, sodass wir also auch schon ein sehr gutes Konvolut an guten Fotos hatten. Wir haben natürlich, der Herr Thum und ich, dann Websites anderer Museen uns angeschaut, gewusst, das ist eher was wir uns vorstellen könnten. Wir haben auch gesehen, was jetzt die ganz neuen großen Stadtmuseen machen. Ich sage zum Beispiel das Stadtpalais in Stuttgart, das ja eine sehr innovative Seite hat, die auch sehr, eine ganz tolle Anmutung hat. Und dann haben wir auch im Gespräch mit anderen Kollegen im Haus eigentlich festgehalten, dass wir eine Website wollen, die modern sein soll, die ansprechend ist, aber die auch eine Verbindung zwischen dem, was wir nämlich bedienen, der Blick in die Vergangenheit, die Beschäftigung mit alten Gegenständen, die wir sammeln,
denen wir vielleicht Geschichten entlocken wollen, aber den Blick immer auch von der Gegenwart, also dass wir das verbinden wollen und dass unseres Erachtens für unser Haus es nicht passend wäre, eine so ganz innovative, also sozusagen gestalterisch ganz innovative Seite zu machen, weil wir wollten kein Gap bieten, wenn dann jemand zu uns zu Besuch kommt und dann sieht, es ist ein denkmalgeschütztes Haus, es ist auch nicht immer ganz einfach zu bespielen. Die Historie ist erlebbar und auch das wollten wir auf der Seite irgendwie zeigen. Wir haben dann unsere Texte genau angeguckt, welche verwenden wir. Wir haben Strukturen gemeinsam mit dem Gestaltungsbüro. Da hatte ich großes Glück, die sind immer auch inhaltlich sehr dabei. Also die gehen nicht nur, haben nicht nur den Blick auf die Gestaltung, sondern auf die Inhalte. Wir haben gemeinsam und die Struktur entwickelt. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Wenn Sie andere Museen anschauen, dann ist das eigentlich immer relativ ähnlich. Wir haben eine Entscheidung getroffen, nicht zu viele tiefe Ebenen zu machen, damit man nicht zu viele Klickzahlen hat. Das wird dann der Andreas Thum gleich nachher noch mal zeigen. Und haben unsere Texte etwas verknappt, etwas lockerer schreiben wollen, haben gesehen, wo sind denn noch Texte zu schreiben, wo wollen wir vielleicht neue Inhalte bieten. Da kommen wir nachher noch dazu, eine neue Rubrik haben wir erfunden, die starken Stücke. Und haben dann festgestellt, dass unsere Fotos, obwohl sie so gut sind, doch noch nicht ausreichen. Und haben uns auch ein bisschen inspirieren lassen von Instagram, soweit es möglich war. Und haben so versucht, auch ein bisschen Fotos, die wir bisher noch nie hatten, zu machen, die so die Atmosphäre des Hauses und auch der Objekte trägt. Also eher so Detailaufnahmen und solche Dinge. Andreas zeigt es nachher. Haben das Baukastensystem uns genau angeschaut, auch dann natürlich die Defizite entdeckt. Da kommen wir dann auch nachher nochmal dazu und haben versucht, mit der Barrierefreiheit die Dinge auch umzusetzen, die für uns wichtig waren. Ganz knapp festzuhalten und dann wird der Andreas Thum das nochmal etwas genauer zeigen. Gestaltungsmäßig ist ein Baukastensystem, glaube ich, nie ganz so offen, wie wenn Sie es mit einer freien Agentur machen, weil da können Sie es ganz offen machen und ganz neu programmieren. Die Defizite, die wir da gefunden haben, da sind wir bei der Landesstelle auf offene Ohren gestoßen. Wir haben am Anfang auch trickreich gearbeitet und gesagt, also wegen der Barrierefreiheit brauchen wir auch mal größere Schriften, denn die Schriftgrade, die Schriftarten waren uns nicht vielfältig genug. Da haben wir jetzt eine Zusage bekommen, dass die Landesstelle da nochmal nachprogrammieren will bis Ende des Jahres. Da kommen ja dann alle anderen Museen auch wieder profitieren davon. Aber sozusagen das Handeln und die Dinge, die im Museumsbereich sind, kann ich Baukastensystem. Andreas, du kannst gerne dann, wenn du es noch mal ein bisschen anders siehst, auch noch mal das anders sagen. Also von meiner Seite aus würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Von den Kosten wird Andreas gleich noch mal was sagen. Es ist kostengünstiger gewesen, weniger zeitintensiv, berücksichtigt die Museumsbelange und ist extrem gut bedienbar. Die absolute Individualität kann man meines Erachtens nicht ganz und gar hier bekommen. Und ein Baukastensystem ist nur so lange gut, solange es auch ständig weiterentwickelt wird von dem Anbieter. Das ist das, was wir rausgefunden haben. Und jetzt würde ich hoffe, ich war nicht zu lang, an den Andreas Thum verweisen und der würde jetzt mal surfen und seinen Bildschirm freigeben und Ihnen einen kleinen Eindruck geben von dem, was wir gemacht haben. So, ja, auch nochmal von mir einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können jetzt alle unsere Website sehen. Also es müsste Ihnen eine Dame entgegenblicken. Das ist unsere Markgräfin Sophie Caroline. Das ist also die Startseite unserer Website. Ja, also mein Name ist Andreas Thum. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stadtmuseum Erlangen, also von Haus aus Historiker und von daher mit Dingen wie Programmierung und auch Suchmaschinenoptimierung jetzt eher am Rande vertraut. Bin jetzt aber auch mit dafür zuständig, die Website zu befüllen und ich werde Ihnen gleich zeigen, dass das Baukastensystem eben dem entgegenkommt, weil man auch mit wenig Vorkenntnissen diese Website eigentlich ganz gut bespielen kann. Zum Thema Suchmaschinenoptimierung oder Auffindbarkeit der Website allgemein, da gibt es natürlich unglaublich viele Tricks und Techniken, auf die man stößt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Die haben wir uns alle angeschaut, haben uns da auch beraten lassen im Vorfeld. Meiner
Erfahrung nach ist es aber zu einem großen Teil dann doch irgendwie intransparent, wie Unternehmen wie Google da arbeiten. Also man kann das nicht alles selber in die Hand nehmen und auch nur begrenzt steuern. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Meiner Erfahrung nach am wirkungsvollsten war eigentlich, dass man sich darum bemüht, dass möglichst viele andere Webseiten und auch qualitative Webseiten auf die eigene neue Website verlinken. Das konnten wir insofern eigentlich recht gut steuern, als es natürlich auch städtische Partnerseiten gibt, sage ich mal, oder auch weitere Angebote, die wir selber bedienen, unseren Instagram-Kanal, unseren Facebook-Kanal, YouTube und so weiter. Da haben wir dann natürlich sehr schnell die neue URL immer eingetragen. Und das hat eigentlich unserer Website dann in den ersten Tagen schon einen richtigen Push gegeben. Wenn man sie gegoogelt hat, hat man gemerkt, es dauert ein paar Tage, bis sie überhaupt von Google, sage ich mal, gefunden wird. Und dann ist sie so Schritt für Schritt immer weiter nach oben gewandert. Also das ist, denke ich, ein ganz guter Trick, den man beherzigen sollte, dass man die Website verlinkt und auch sie bewirbt auf allen möglichen Kanälen, die einem zur Verfügung stehen. Ja, ansonsten kann man sagen, wir haben unsere Website, ist ja schon angeklungen, in erster Linie dann doch für Menschen erstellt, nicht für Maschinen. Also wir haben jetzt nicht den Hauptfokus darauf gelegt, dass wir möglichst viele Schlüsselwörter unterbringen in möglichst vielen verschiedenen Variationen. Aber wir haben natürlich unsere Texte uns angeschaut und haben versucht, die zu optimieren. Also sie möglichst konkret zu formulieren, aussagekräftig, vielleicht dann doch das ein oder andere Schlüsselwort, das für unser Haus ganz wichtig ist, mit reinzunehmen, damit auch zum Beispiel, wenn man jetzt Hugenotten Erlangen googelt, unsere Website zumindest unter den ersten Treffern ist. Also wir haben hier eine hugenottische Geschichte, eine Einwanderungsgeschichte in Erlangen. Von daher ist es ein Thema, was ganz zentral auch hier im Haus bedient wird. Ja. Kannst du mal ein bisschen runterscrollen? Genau, ich scroll jetzt mal runter. Wir haben jetzt hier einen ganz kurzen Einleitungstext, wirklich nur einen Satz. Dann kommen hier Hinweise zu Corona, das wird dann irgendwann hoffentlich wieder verschwinden. Und ansonsten haben wir hier auf der Website recht häufig diese Kachelstruktur. Man kann jetzt hier vielleicht gleich schon mal sagen, das sind natürlich schon die Einschränkungen des Baukastensystems, die man hier sieht. Zum Beispiel können wir die Schriftgröße dieser Kachelbeschriftungen nicht individuell festlegen. Die ist uns eigentlich ein bisschen zu klein, aber da sind wir schon in Gesprächen mit der Landesstelle, dass man da vielleicht auch noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ich bin jetzt übrigens hier auf der Website schon im Bearbeitungsmodus. Das sehen Sie daran, dass ich hier einen Stift habe und auch einen Papierkorb. Also es ist wirklich sehr intuitiv bedienbar. Das sieht man daran wahrscheinlich schon. Und ich kann jetzt hier also auf der Website jedes einzelne Element, jeden einzelnen Textblock, jede einzelne Überschrift einzeln bearbeiten und die Überschriften auch formatieren als Überschriften. Auch das ist wichtig für Barrierefreiheit, aber auch für Suchmaschinenoptimierung. Also es ist wirklich sehr intuitiv. Ist auch eine Gefahr, weil man natürlich manchmal verleitet wird, alles sehr schnell verändern zu können. Also das Wichtige ist, denke ich, dass man bei einem Baukastensystem trotzdem ein festes Gerüst hat, auch feste Regeln, an die man sich dann zwingend hält. Also zum Beispiel, dass Überschriften eine bestimmte Größe haben müssen und welche Abstände eingehalten werden müssen. Also, und das haben wir dann auch vom Gestaltungsbüro, entschuldigen, dass ich jetzt reinquatsche, vom Gestaltungsbüro direkt nochmal sozusagen in so ein Heft schreiben lassen, damit wir uns auch selber noch daran erinnern können, im Hektik des Tages, was haben wir festgelegt, damit die Seite auch ihre Atmosphäre und das, was sie ausdrücken sollen, nicht zu schnell verliert, also möglichst nicht. Genau, also wir haben ein umfangreiches Style-Sheet bekommen, wo alles genau festgelegt ist und wo wir dann auch immer nachschlagen können. Ja, ich gehe jetzt mal noch kurz hinter die Kulissen in unser Content-Management-System. Also man sieht hier die einzelnen Seiten, die wir hier aufgelistet haben. Das ist jetzt der Unterbereich zur Ausstellung, auch zur Dauerausstellung. Und dieses Baukastensystem kommt eigentlich dem Bedürfnis nach Suchmaschinenoptimierung sehr stark entgegen, weil es eben viele Dinge, die man sonst vielleicht kompliziert selber programmieren müsste, sehr einfach handhabbar macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Unterseite zur Altstadt gehe, also wir haben eine Altstadt und eine Neustadt in Erlangen, dann sieht man hier, wir haben hier den Seitentitel, den Title Tag und wir haben hier Schlüsselwörter, die wir eintragen können. Könnte man sicher noch erweitern, haben wir auch noch nicht für jede Unterseite geschafft, weil das dann doch nochmal ein Stückchen Arbeit bedeutet. Aber man sieht einfach, man kann hier sehr unkompliziert mit Schlüsselwörtern arbeiten,
mit Kurzbeschreibungen. All das sind Dinge, die für Suchmaschinen dann besonders wichtig sind. Was auch noch ein Vorteil ist von der neuen Website, muss ich mal gucken, dass ich da, genau. Ich bin jetzt mal auf dem Bereich zu Sonderausstellungen, unsere aktuelle Sonderausstellung über Barbara Klemm, eine Fotografin von der FAZ. Und Sie sehen hier oben in der Titelleiste, wir haben lesbare URLs, also Pretty URLs nennt man es auch. Also die sehen hübsch aus, sind verständlich. Also hier steht dann das DE, das ist immer zwingend, weil es die deutschsprachige Version ist. Wir könnten auch noch anderssprachige Versionen erstellen. Und dann hier Sonderausstellungen, / Barbara-Klemm. Das heißt, das sind URLs, die man auch sich gut merken kann. Wir können auch weitere URLs nach Belieben erstellen. Wir könnten zum Beispiel eine URL machen, stadtmuseum-erlangen.de/de/schule, die wir dann an die Schulen rausgeben könnten. Also das ist ein Riesenvorteil gegenüber unserer alten Website, wo wir manchmal unendlich lange Kombinationen und Ketten aus Symbolen und Zahlen hatten. Und ist natürlich auch wieder für Suchmaschinen relevant, dass die URLs einen aussagekräftigen Titel haben. Ja, ansonsten, ich kann hier noch mal ein bisschen rumklicken einfach. Jetzt zeigst du noch mal so ein paar Unterseiten bitte, vielleicht. Ja, ich bleibe mal ganz kurz noch bei der Barbara Klemm und gehe mal hier zum Beispiel auf das Foto. Das ist ein Ausstellungsplakat, das wir hier eingepflegt haben. Wenn ich hier auf Bildeigenschaften gehe, ich hoffe, man sieht es immer noch, da müsste jetzt ein Fenster aufgeploppt sein. Nö. Ansonsten, ah ja, dann muss ich wahrscheinlich meine Freigabe verändern. So, jetzt müsste man ein Pop-up-Fenster sehen. Genau, also wenn ich hier auf Bildeigenschaften gehe, dann sieht man hier auch bei dem Foto, kann ich zum einen den Bildtitel festlegen. Der wird dann nicht angezeigt, der ist nur intern mit dem Bildnachweis. Und man kann Alternativtext hier auch sehr einfach hinterlegen. Alternativtext, das ist ein Text, der auch zum Beispiel von blinden und sehbehinderten Menschen gelesen werden kann mit speziellen Programmen. Ist also zum einen für Barrierefreiheit und Inklusion sehr wichtig, aber auch wieder für Suchmaschinenfreundlichkeit. Und das ist eigentlich auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass sich Inklusion und Suchmaschinenoptimierung in der Regel ganz gut ergänzt. Also man macht sich die Arbeit nicht nur für den einen Zweck, sondern Alternativtext oder auch Untertitel bei Videos, was wir jetzt eigentlich immer mit einpflegen, hilft eigentlich beiden Bedürfnissen, sowohl Inklusion als auch Suchmaschinenoptimierung. Ja, ich klicke jetzt einfach noch mal ein bisschen rum. Mhm. Genau, das ist unsere Unterseite zu den aktuellen und den kommenden Sonderausstellungen. Wir haben hier am Seitentitel immer eine Slideshow, wo wir dann auch ganz gerne mal, wie gesagt, unsere schönen Bilder, die wir angesammelt haben, die wir noch nie richtig zeigen konnten auf der alten Website, die präsentieren wir jetzt hier endlich mal. Genau, wir haben eine Unterseite zu Veranstaltungsreihen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil also wir nehmen sehr viel teil an regelmäßigen wiederkehrenden Veranstaltungen, zum Beispiel auch dem Tag des offenen Denkmals natürlich, Tag der Altstadt und Lange Nacht der Wissenschaften. Und indem wir jetzt hier diese Veranstaltungsreihen auf einer eigenen Seite präsentieren, ist das im Grunde auch ein Weg, um uns auffindbarer zu machen, weil sonst wären die immer wieder verschwunden von der Website. Also die Lange Nacht der Wissenschaft wäre dann immer nur aufgeploppt, wenn wir gerade daran teilgenommen hätten. Und so haben Noch mal weiter runter, bitte, Entschuldigung, die Lange Nacht der Wissenschaften, genau, das sind alles. So haben wir uns jetzt quasi dauerhaft damit verbunden. Und wenn man jetzt Lange Nacht der Wissenschaften Erlangen sucht, so die Hoffnung, kommt man auch auf unser Stadtmuseum, was ja einer der Spielorte ist. Genau. Die starken Stücke hast du, Brigitte, vorhin noch angesprochen. Mhm. Da haben wir jetzt natürlich ein breites Spektrum an Objekten, das wir hier präsentieren. Also das sind quasi Highlights aus unserer Dauerausstellung, die auch sukzessive erweitert werden. Und das sind natürlich sehr vielfältige Texte mit sehr vielfältigen Themen, die wir hier auf der Website haben und die auch, denke ich, unsere Sichtbarkeit erhöht zu verschiedenen Themen, die wir bedienen. Und was eben auch hier mit dem Baukastensystem sehr leicht erweitert werden kann. Eine Sache wollte ich noch ansprechen und ich glaube, da müssen wir auch zum Ende kommen. Wenn es um das Finden der Seite mit Google geht, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, was eigentlich passiert, wenn man unser Museum googelt, Stadtmuseum Erlangen. Es ist im Moment leider noch so, dass unsere alte Website,
die ja als, Seite noch vorhanden ist, die aber eigentlich gleich auf die neue Website weiterleitet, dass die immer noch in erster Stelle steht. Ich denke, das dauert einfach eine Zeit, bis sich da die Reihenfolge ändert, bis der Algorithmus das kapiert. Wir sind jetzt hier immerhin schon an zweiter Stelle hochgewandert. Hier dann auch mit einem aussagekräftigen Text, im Gegensatz zu hier oben, wo es dann gleich um den Newsletter geht. Der Unterseite mit unseren Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, die wird hier gleich angezeigt. Auch das ist ein großer Vorteil, weil das sind die Informationen, die die meisten erfahrungsgemäß suchen. Und dann kommt auch Wikipedia, auch eine Seite, die wir in letzter Zeit stärker selber bedienen, wo wir auch Bilder jetzt mal eingepflegt haben. Unser YouTube-Kanal ist hier dann gleich verlinkt. Also von daher denke ich, arbeiten wir daran, dass wir die erste Seite der Google-Ergebnisse nach und nach immer besser wird und die Leute auch wirklich das finden, was sie suchen. Und ein Element, was dazu noch gehört, ist diese rechte Spalte hier, wo also die Basisinformationen versammelt werden, auch die Öffnungszeiten. Und da haben wir, das kennen Sie wahrscheinlich, haben wir uns jetzt bei Google My Business vor längerer Zeit schon angemeldet, dass wir die Informationen, die hier angezeigt werden, auch selber bearbeiten können. Also dass wirklich da nur Informationen stehen, die wir selber herausgegeben haben, die wir auch selber geprüft haben. Wir haben es gemerkt, bei den Öffnungszeiten gab es da manchmal falsche Informationen, gerade bei Feiertagen oder jetzt während Corona natürlich. Und jetzt können wir das wirklich alles selber verwalten, können entscheiden, welche Bilder hier angezeigt werden, können hier auch Produkte einspeisen, wie unsere Ausstellungskataloge, können Fragen der Nutzerinnen und Nutzer selber beantworten. Also von daher ist das, finde ich, auch ein wichtiger Bestandteil dessen, wie man auf Google dargestellt wird und gefunden wird, dass man die Informationen, die hier gezeigt werden, auch wirklich selber verwaltet. Was das Schöne jetzt ist, es kommen schon die ersten Chats rein, die uns fortbilden. Vielen Dank. Wunderbar. Wir haben da steht es gerade drin, wie man es vielleicht machen könnte. Als wir uns gestern vorbereitet haben und mit der Frau Langenbacher auch gesprochen haben, da haben wir dann gleich im Nachgang auch festgestellt, was wir noch alles tun müssen. Unter anderem vielleicht doch auch noch mal mit Experten drüber sprechen, wie wir unsere Website noch besser sozusagen in das Internet reinbringen können. Das heißt, also auch wir sind aber mitnichten jetzt in allen Bereichen schon ganz oben sozusagen und sind natürlich oft auch vom Tagesgeschäft dann wieder abgelenkt, das ganz zu Ende zu machen, muss man ganz ehrlich sagen. Gestern haben wir auch gesagt, wir machen seit Corona relativ, also für unsere Begriffe relativ viel Social Media. Und jetzt haben wir gestern, also es war schon unglaublich produktiv für uns, dass wir hier eingeladen waren, Frau Langenbacher, oder eingeladen sind, gedacht, dass wir unsere Posts, die wir haben, die oft auch in, nicht immer, aber auch inhaltsbezogen sind, ob wir da nicht doch noch eine Lösung finden, wie wir die auf die Homepage dauerhaft zum Anklicken bereithalten können und nicht nur für die kurze Zeit, wenn es dann gepostet wird auf Facebook oder bei Twitter. Ja, genau, weil da fließt halt auch sehr viel Arbeit dann doch rein ins inhaltliche Posts und auf Facebook sind die halt innerhalb kürzester Zeit, haben die sich versendet quasi und da wollen wir eigentlich auch die Arbeit, die da drin steckt, nachhaltiger für uns nutzen. Ja, ich denke, vielleicht haben Willst du noch einmal bitte auf die Homepage zurückgehen? Also das, ja. Jetzt ist das, genau. Warst du schon so weit, dass ich dir jetzt nicht den Vorwort abschneide? Also ich dachte für den ersten Überblick. Also ich würde jetzt nur noch mal ganz zusammenfassend sagen wollen, weil ich schaue es mir jetzt auch hier wieder mit einer gewissen Distanz an, wenn du das so zeigst. Das, was ich am Anfang befürchtet habe, dass mit einem Baukastensystem die Individualität des Hauses zu wenig kommt, hat sich für meine Begriffe auch jetzt noch mal nicht, Gott sei Dank, nicht bewahrheitet. Ich bin zufrieden damit. Wir haben auch keine Rückmeldung bekommen, dass jemand geschrieben hat, oh Gott, warum macht ihr was mit einem Baukastensystem? Also das heißt, das freut mich, dass das jetzt eben nicht in die Hose gegangen ist. Wenn man aber die absolute Individualität möchte, dann glaube ich, ist ein Baukastensystem, kommt an seine Grenzen. Die Wirtschaftlichkeit und die leichte Bedienbarkeit und das Mitdenken dessen, was Museumsbelange sind, die kauft man sich mit so einem Baukastensystem speziell dann, wenn es schon für Museumsbelange ausgerichtet ist, mit ein. Und es war sehr positiv.
Guten Morgen auch nochmal von mir. Danke, Corinna. Ja, genau, so charmant, wie sie jetzt gerade das mich vorgestellt hat, hat sie auch angefragt, ob wir nicht hier mitmachen und einen kurzen Vortrag halten. Und wer kann da schon Nein sagen? Wir haben uns natürlich auch sehr gefreut. Es ist ja wirklich eine Ehre, dass man mal als Best-Practice-Beispiel sich irgendwo präsentieren darf. Deshalb habe ich da natürlich gerne zugesagt. Vielen Dank an die Kollegin in Erlangen für den spannenden Vortrag. Das fand ich jetzt auch nochmal sehr erhellend. Und ich glaube, das passt jetzt super, dass wir die Forscherfabrik noch vorstellen, weil da der Prozess tatsächlich anders lief. Und dann haben jetzt die Teilnehmer einfach mal so ein schönes Gegenstück von zwei Beispielen, zwei ganz unterschiedlichen Beispielen für eine Website-Entstehung. Ich bin Nina Ratschek, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stadtmuseum Schorndorf und arbeite hier in Teilzeit. Als ich noch bis vor knapp 2 Jahren die Vollzeitstelle hatte, habe ich auch in der Forscherfabrik gearbeitet und war da die Leitung des Kursbereichs und war eben von Anfang an mit dabei. Also die Forscherfabrik ist ja recht neu und ich war in der Gründungs- und Entstehungsphase mit dabei und deshalb auch in der Entstehungsphase der Website. Ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation für euch zusammengestellt und stelle darin kurz vor, was ist die Forscherfabrik, welche Schritte haben für uns zur Entstehung der Website dazugehört, wie ist unsere Website jetzt aufgebaut, wie funktioniert sie, was ist meiner Meinung nach wichtig zu beachten, wenn man eine Website neu anlegt, wo liegen vielleicht auch die Tücken und ganz zum Schluss so ein kleiner Rückblick, was man vielleicht heute anders oder besser machen würde mit der Erfahrung, die wir jetzt haben. Ich bin auch Historikerin, also Internet- und Homepage-Laie. Also ich kann wirklich einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt berichten und nicht die ultimativen Tipps zum perfekten Internetauftritt geben. Aber ich glaube, das ist heute auch nicht gefordert, nur dass das schon mal alle wissen, was mein Hintergrund ist. Und jetzt versuche ich, meinen Bildschirm mit euch zu teilen. Und gehe hier noch auf den Lesemodus und dann darf die Corinna mal sagen, ob das jetzt passt. Sehen das alle passt. Meine? Ja, ja, perfekt. Okay, dann sehe ich euch jetzt nicht mehr, sondern nur noch die Präsentation. Was ist die Forscherfabrik? Die Forscherfabrik ist eine Science-Erlebniswelt für Kinder. Und wir sind im Februar 2018 gestartet. Und bei uns kann man jetzt technische und naturwissenschaftliche Phänomene ganz interaktiv erleben. Also mitmachen, anfassen, unbedingt erwünscht. Wenn die ein oder anderen von euch vielleicht die Experimenta in Heilbronn kennen, unser wichtigster Kooperationspartner, so nur in klein kann man sich das vorstellen. Unsere Zielgruppe sind Kinder von mittlerweile 2 bis etwa 12 Jahren, also so 6. Klasse, Familien und ganz wichtig Kindergärten und Schulen. Also die Forscherfabrik wurde auch gegründet, um ein außerschulischer Lernort zu sein hier in Schorndorf. Und es gibt bei uns den Forscherparcours, also ich sag mal die Ausstellung im weitesten Sinne, die man frei begehen und erleben kann. Und wir haben auch ein ganz umfassendes Kursangebot für Kindergartengruppen und Schulklassen oder Privatgruppen, Kindergeburtstage, Sonstiges. Die Kursangebote sind auch an den Lehr- und Bildungsplänen orientiert. Also wir wollten wirklich was schaffen, das die Schulen auch nutzen, regelmäßig. Und das tun sie glücklicherweise. Wir sind eine städtische Einrichtung der Stadt Schorndorf, ein sogenannter Regiebetrieb. Und alle 16 Mitarbeitende sind bei der Stadt angestellt. Und es sind bis auf eine Person nur Teilzeitkräfte, also das hört sich jetzt nach so einem Wahnsinnsteam an, aber die meisten sind in 50%, sogar die Leitung der Forscherfabrik, weil sie noch das Stadtmuseum leitet, so nebenbei. Und da finden wir dann die Parcoursbetreuer, also die Aufsichtskräfte, die Kassenkräfte, Verwaltungskräfte. Wir haben glücklicherweise einen Haustechniker, weil bei solchen Mitmachstationen muss man natürlich täglich mal checken, ob noch alles geht. Wir haben Kolleginnen, die die Kurse leiten und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und damit ihr euch das noch ein bisschen besser vorstellen könnt, 2 Bilder, mal von innen. Auf der linken Seite sieht man die Kinder in Action, wie sie unsere Arena, also den Bewegungsbereich, gerade ausprobieren. Und im Hintergrund eben dieser Kubus, also der Raum im Raum, das ist eines unserer beiden Labore, in dem eine ganze Schulklasse Platz findet. Und das rechte Bild zeigt mal eines unserer Mitmachexponate in Action. Also das ist der Windkanal im Vordergrund. Da können die Kinder
verschiedene Materialien in ganz unterschiedlichen Formen praktisch in so einen Windkanal, in so einen Luftzug reinlegen und beobachten, was passiert, wie die sich verhalten. Und im Hintergrund sieht man jemanden gerade unseren Staubsaugerlift hochfahren. Das ist eins unserer Highlights. Also mit einem ganz normalen Kercherhaus-Staubsauger wird ein Vakuum erzeugt. Und es ist stark genug, um nicht nur Kinder, ich habe ihn auch getestet, auch erwachsene große Leute in die Höhe zu befördern. Genau. Gut, dann komme ich aber zum eigentlichen Thema, dem Entstehungsprozess unserer Website. Also Sie haben es ja schon gehört, die Forscherfabrik ist neu. Das heißt, die Website war noch nicht da und wurde auch ganz neu gemacht, im Gegensatz zum Stadtmuseum Erlangen. Deshalb ist das, glaube ich, ein ganz gutes Pendant. Und vorneweg stand also zunächst einmal die Entwicklung unseres Logos der Forscherfabrik und des ganzen Corporate Designs eben. Und damit wurde eine Schondorfer Werbeagentur beauftragt, Jussen Karliczek. Und nachdem dann eben, also die haben praktisch entwickelt, wie sieht das Logo aus, welche Farben wollen wir zeigen, welche Schrift soll es geben, was passt zu diesem Industrielook, wie heißen wir überhaupt, dass es Forscherfabrik heißt, war auch nicht klar, da gab es mehrere Ideen, wie wir heißen können. Das war so der Step 1 und dann war praktisch auch für die Website schon so ein grober Rahmen mit einigen Basics quasi schon gegeben. Dann mussten wir uns eine Domain sichern. Also man findet uns jetzt unter www.forscherfabrik-schorndorf. Und wir haben uns noch mehrere Domains in einer ähnlichen Schreibweise gesichert. Also ich glaube, wir haben noch Forscherfabrik-Schorndorf ohne das Minus dazwischen. Wir haben noch forscher-fabrik.de. Diese Domains sind nicht teuer. Man kann einfach googeln, ob seine Wunschdomain noch frei ist. Und es wird einem dann angezeigt, ob ja oder nein. Und gegebenenfalls, ob man die vielleicht noch abkaufen kann. Also wir wollten eigentlich auch gerne forscherfabrik.de, aber die war vergeben an eine skandinavische Foskoff-Fabriken, die sich diesen Titel quasi in mehreren Ländern gesichert hatten und da gab es auch keine Möglichkeit, das abzukaufen. Macht aber nichts unter Forscherfabrik hier in Deutschland, wenn man sucht, tauchen wir sofort auf. Gibt es keine Überschneidungen. So, dann war dieser Schritt getan und dann haben wir der Agentur selbstverständlich unsere inhaltlichen Vorgaben mitgeteilt, also was muss alles auf der Website zu sehen sein, was wollen wir erreichen, wen wollen wir erreichen, ganz klar Information, wer sind wir, was ist die Forscherfabrik, wir wollten aber auch eine Website gestalten, die eben das Interesse weckt, die zu den Zielgruppen passt, wir wollten den Leuten die Möglichkeit geben, den Besuch vorzubereiten, vor allem für Schulen und Kindergärten ist es wichtig, da ist es ja doch ein größerer Akt, mit so einer ganzen Gruppe vielleicht auch weiter weg irgendwo hinzukommen, müssen alle wichtigen Infos rein. Und das ist eine Besonderheit nicht, aber das hat jetzt nicht jede Museums-Homepage, man kann bei uns online den Kurs buchen. Also Lehrer, Erzieher, Pädagogen buchen sich online in unser Kurssystem ein. Wir haben also den Buchungskalender, mittlerweile seit Corona auch ein Online-Ticket-System. Genau. Und dann muss die Grafik und die Funktion und der Inhalt natürlich alles irgendwie zusammenpassen. Das hat dann bei uns eben die Werbeagentur alles übernommen. Und ich habe nachher ein paar Beispiele, wie gut und mal nicht ganz so gut das immer klappt. Wir hatten auch eine sogenannte Pre-Website, also eine Homepage in abgespeckter Version, die wir schon relativ lange vor der Eröffnung und dem tatsächlichen Launch unserer großen Website hatten. Das hat zum einen den Grund, dass wir natürlich schon recht früh irgendwie ein Presseecho generieren wollten und die Leute auf uns aufmerksam machen wollten. Die Forscherfabrik tauchte auch immer wieder in der Presse auf, dass es bald was gibt und wer da alles dabei ist und wo das passieren soll. Und wir haben da schon versucht, ein bisschen Wirbel zu machen. Und deshalb war es wichtig, dass dann auch schon so, ich weiß gar nicht mehr, so ein Jahr vorher oder so, wenn die Leute dann hören, was gibt's da, Forscherfabrik, mal googeln, dass sie dann zumindest schon so auf eine Seite kommen, wo ein bisschen steht, wir öffnen dann und dann, wir sind das und das und bald kannst du bei uns ganz, ganz tolle Sachen erleben. Und wir haben auch den Prozess, die Entstehung der Forscherfabrik mit so einem Kinderreporter-Projekt verknüpft. Also die Kinderreporter haben dann den Architekten und die Leitung und die künftigen Mitarbeiter interviewt und Fotos gemacht. Und die brauchten natürlich auch irgendwie eine Plattform, wo dann ihre ganzen Artikel und Reportagen erschienen. Und diese Pre-Website, die war dann praktisch im Hintergrund schon vom Prinzip her so aufgebaut wie die tatsächliche Website später.
aber halt nur in eingeschränkter Form sichtbar mit wenigen Funktionen und ganz wenigen Unterseiten, so blogmäßig, sage ich mal. Ja, und dann kam eine Testphase. Ganz, ganz wichtig, hätte ich eigentlich gelb markieren müssen, wenn so eine Website ganz neu entsteht, muss man alles testen. Und mit alles testen meine ich, man muss wirklich alle Funktionen testen. Also die Agentur hat dann die Möglichkeit quasi, die Website uns schon über irgendeinen Link, weiß es technisch nicht genau, freizustellen, sodass alle die, die diesen Link kriegen, schon mal durchklicken können. Und man muss dann wirklich jeden einzelnen Menüpunkt durchklicken, immer ganz nach unten scrollen. Alles, was man anklicken können soll, muss man auch einmal klicken, um zu gucken, ob man dann auch auf die richtige Seite geführt wird, ob alles so aussieht, wie es aussehen soll. Also alle Funktionen testen. Außerdem auf allen Geräten, die euch irgendwie nur zur Verfügung stehen. Also nicht nur auf dem PC, den ihr im Geschäft habt, unbedingt auch auf dem Smartphone testen, auf dem Tablet testen. Das hat die Kollegin vorher auch angesprochen, weil es eine responsive Homepage ist, was heute eigentlich Standard ist, dass auf jedem Gerät sich das so anpasst, dass es immer noch gut ausschaut und übersichtlich ist. Und der dritte Punkt, das war mir vorher irgendwie gar nicht klar, man muss es auch in allen Browsern testen. Also man muss es im Firefox testen, Microsoft Edge, Internet Explorer und was es nicht alles noch gibt, denn die Leute nutzen unterschiedliche Browser. Also wir hier im Geschäft, wenn Sie das auch kennen, man ist an eine IT-Abteilung gebunden und man hat so, na, nicht immer das Allerneueste in so einer Stadtverwaltung, aber man ist schon auf einem einigermaßen Stand und die Sachen sind gewartet und man kriegt irgendwie aktuelle Versionen und dann guckt man sich das an und denkt, ja, klick, 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 das läuft ja super. Und dann gehe ich nach Hause zu meiner Mama und klicke es dann durch und da ist natürlich kein IT-Service, der regelmäßig irgendwie nach allem guckt. Dann hat die halt einen Internet Explorer von anno dazu mal und dann funktioniert irgendwie die Hälfte und die Hälfte halt nicht. Und jetzt kann die Agentur es nicht möglich machen, 20 Jahre irgendwie Internetgeschichte, dass es für alle wirklich funktioniert. Aber man kann schon irgendwie festlegen, hey, also so die vorletzte Version von allen Browsern, die so gängig sind, sollte irgendwie schon noch funktionieren. Weil wenn dann der Großvater mit seinen Enkelkindern zu uns kommt, der dann auch daheim auf dem Computer guckt, für den soll es schon auch übersichtlich sein. Also alle Geräte, alle Funktionen und alle Browser unbedingt testen. Das war so meine Glühbirne, die da aufging. Aha, das wusste ich vorher nicht. Ja, und dann kamen wir nach dieser Testphase zum Launch und haben die Website öffentlich gemacht. Und auch da haben wir versucht, das einfach mit viel Presse zu machen. Also das, wenn ich einfach so jetzt irgendwie erscheinen und keiner weiß es, weil da steckt eben doch Zeit und Arbeit und Geld drin. Und wie es die Kollegen aus Erlangen auch gesagt haben, man will ja dann gefunden werden. Also haben das mit einer ordentlichen Pressemitteilung gemacht und ich glaube sogar eine Pressekonferenz. Also viel Pipapo, damit klar ist, so, die Website ist online. Die Website war online, bevor die Forscherfabrik eröffnete, denn die Lehrer und Pädagogen sollten ja schon Kurse buchen können. Und das hat super gut geklappt, denn wir waren mit Kursen quasi schon irgendwie für ein paar Monate ausgebucht, bevor wir offiziell eröffnet hatten, weil wir schon so viel die Werbetrommel gerührt haben, dass alle wussten, dass wir kommen. Und ja, vor Corona hatten wir ja noch easy peasy mal einen Klassenausflug gemacht. Da war das ja kein Problem und das wurde wirklich sehr gut angenommen von Anfang an. An sich ist unsere Homepage relativ klassisch aufgebaut. Also die Seitenstruktur folgt irgendwie so einem ganz üblichen Programm. Also es gibt die Forscherfabrik und da öffnet sich dann ein Untermenü über unsere Themenwelten, über das pädagogische Konzept, über die Labore und Kurse. Dann gibt es den Punkt Angebote und da findet sich dann jede Zielgruppe wieder. Schule und Kindergärten, Familie und Freunde, Kindergeburtstage, was gibt es noch so? Ferienprogramm, Workshops etc. Dann gibt es den Bereich Aktuelles. Wir haben einen Blog, wir haben einen Veranstaltungskalender. Dann gibt es eben den Sonderpunkt Termin buchen. Da kann man im Belegungsplan eben einsehen, welche Kurse sind zu welchen Terminen noch frei und kann direkt buchen. Und ganz wichtig, klar, das kennen Sie jetzt alle, allgemeines Öffnungszeiten und Preise. Wie komme ich zu euch? Es gibt ein extra Informationsblatt für Lehrer, wo dann auch nochmal drin steht, gibt es einen Pausenraum, gibt es einen Spielplatz in der Nähe, behindertergerechter Zugang und so weiter und so fort. Genau.
Und jetzt in der nächsten Folie sehen Sie dann auch endlich mal, wie das dann in ganz aussieht. Das ist jetzt ein recht aktueller Screenshot, ich glaube von gestern, mal die ganze Startseite unserer Homepage der Forscherfabrik. Und wie im Stadtmuseum Erlangen haben auch wir diese berühmten Kacheln. Also die sind irgendwie, die muss man haben. Ich glaube, das ist auch das war an die Sehgewohnheit irgendwie der Nutzer angepasst. Also so ganz klassisch, dass man sich nicht mehr durch viel Text irgendwie durchsuchen muss, sondern dass ich halt gleich schon mit Farben und mit Fotos und mit Icons, irgendwelchen Symbolen, so ein bisschen mehr intuitiv den Besucher lenken kann. Wo will ich denn hin? Und die Farben, die Sie jetzt hier sehen, die finden Sie in der Ausstellung, die finden Sie auf allen Flyern. Die Schrift finden Sie natürlich überall bei uns. Da ist das Logo wieder. Wir haben ganz unten auf diesem schrägen Balken sitzen die zwei Maskottchen, Gottlieb und Emma. Also wir haben das versucht, so ansprechend zu gestalten oder unsere Agentur, dass es einerseits für Kinder ansprechend ist mit Hey Bund, uns passiert was und das Zahnrad oben dreht sich, wenn man das aufruft und da geht was ab. Aber dass es auch natürlich für die Eltern und Pädagogen, die ja dann doch in der Regel noch diejenigen sind, die für die kleineren Kinder so die Freizeitgestaltung übernehmen und nach so Angeboten suchen, dass auch die sich zurechtfinden. Das ist so ein bisschen Spagat. Ich denke und hoffe, es ist uns einigermaßen gelungen. Hier nochmal ein bisschen näher dran. Also wir haben links praktisch den oberen Teil der Website mit einem ganz prägnanten Foto. Nach dem haben wir lange gesucht und das findet sich jetzt auch wieder überall, weil wir finden, das transportiert einfach schon ganz viel. Da sind zwei Kinder drauf, da sind so Kreidezeichnungen im Hintergrund, da ist ein bisschen so Experimentiersachen, die Lupe. Also das transportiert ja irgendwie schon ganz viel, was ist die Forscherfabrik und was kann man hier machen und wer soll hierher kommen. Das ist uns sehr wichtig und dass das ganz oben steht, einfach ein ansprechendes Bild. Und das rechte Bild jetzt auf meiner Folie zeigt dann eben so eine Nahaufnahme von diesen Kacheln. Und die sind auch alle so, dass wenn man mit der Maus drüber fährt, dann sehe ich gleich, ah, okay, die bewegen sich, da kann ich draufgehen, da kann ich klicken, da kommt dann die entsprechende Info. Es sind nochmal viele Bilder von Kindern, es sind so ein paar Icons noch drauf, die irgendwie dieses Technische und Forschende ein bisschen aufgreifen sollen. Und es ist alles, ja, modern, bunt, ansprechend, so hoffe ich, gestaltet. Das ist, was ich meinte, wenn ich von Responsive Website spreche. Also links eben mal ein normaler Bildschirm. Da hat man dann halt eine andere Ansicht. Klar, auf einem Tablet, was dann irgendwie hochformatig funktioniert, da öffnet sich dann schon ein bisschen mehr vom Menü. Aber es ist eben wichtig, dass da nichts überlappt, sich nichts überschneidet oder das ganze Menüpunkte irgendwie rausfallen. Also das hatten wir am Anfang auch, dass wir dann merkten, wenn ich auf dem Smartphone versuche, den Buchungskalender zu öffnen, der auch in so einem breiten Format angelegt ist, so wochenweise, funktioniert gar nicht, kriege ich irgendwie nicht hin, sind dann alle Tage untereinander und dann muss man irgendwie so Kilometer weit nach unten kommen, bis man dann den Tag findet, an dem man eigentlich buchen möchte. Also da musste man noch eine ganze Weile drehen. Das ist gar nicht so easy. Also das habe ich mir auch vorher nicht bewusst gemacht, weil ich auch klar daheim dann mit dem Smartphone und hier mit einem relativ großen, komfortablen Bildschirm die Sachen anschaue. Und ich dachte mir, klar, das funktioniert halt einfach so überall. Wenn die Website ganz neu ist, dann muss man da auf einiges achten. Das funktioniert leider nicht einfach so. So, Vereinbarkeit von Grafik, Funktion und Budget. Das kommt ja auch irgendwie noch dazu. Also bei uns war ja erst der Look der Forscherfabrik und dann haben wir gesagt, okay, für die Website wollen wir folgenden Inhalt und dann muss man das irgendwie anpassen. Wir hatten jetzt das Glück, dass die Werbeagentur Jussen Karliczek, mit der haben wir auch schon öfter zusammengearbeitet, auch fürs Stadtmuseum, die sind da Profis, die denken natürlich super viel mit. Also als die gesagt haben, hey, Forscherfabrik ist der Name, den wir vorschlagen und dann machen wir eine Lupe und ein Zahnrad außenrum. Und diese Zahnradlupe, die können wir ganz oft verwenden. Da können wir irgendwie Sticker mitmachen, da können wir Buttons draus machen. Das kann auf der Homepage so ein Hingucker sein, mit hier kann immer eine aktuelle Info rein. Das funktioniert einfach super. An sich ja, ist aber mega wenig Platz in diesem Zahnrad. Also einfach da
aktuelle Sachen ankündigen geht nicht. Also Sie sehen es jetzt hier, wir haben da unseren Slogan drin, tüfteln, forschen und entdecken. Das ist das Maximum. Also ich kann da nicht reinschreiben, kommt heute Abend zur Experimentiershow um 18 Uhr. Das passt einfach nicht rein. Also war dann irgendwie klar, ja gut, wir können das zwar nutzen, aber nicht so, wie wir eigentlich gehofft haben, musste man sich nachher halt überlegen, eine der Kacheln muss irgendwie die Veranstaltungs- oder aktuelles Kachel werden, wo wir immer reinschreiben können. Und auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber wir haben glücklicherweise super viele, super spendable und hilfreiche Partner und Kooperationen in der Forscherfabrik, die aber natürlich alle gerne erscheinen möchten bei uns. Klar, wir wollen auch bei Ihnen entscheiden. Das hat auch der Kollege vorher gesagt. Es ist natürlich super, wenn ich auf die Experimenta-Homepage gehe und irgendwo taucht dann Forscherfabrik auf und ich kann da klicken und bin dann direkt da und denke, hey, wow, wenn so ein renommiertes Science Center die Forscherfabrik empfiehlt und verlinkt, dann wird es schon was Rechtes sein. Man muss halt schauen, dass man diese Logos so unterbringt, dass die Partner zufrieden sind. Also nicht im allerletzten Eck dreimal klicken, viermal klicken und dann erst finde ich irgendwie die Partner, sondern die wichtig sind und mit denen man auch ein gutes Verhältnis wahren möchte, die müssen schon auf der Startseite erscheinen. Sie sind zwar bei uns unten, klar, die wichtigsten Infos müssen irgendwie nach oben, aber sowas darf man auch nicht vergessen, wo die dann noch draufkommen. Und sind es dann eben Logos, die verlinken, wenn ich draufgehe, oder sind es nur welche, die einfach so als Bildchen, sage ich mal, dastehen? Genau, auch noch irgendwie zum Thema Budget. Dann hab ich so festgestellt, irgendwie im Nachhinein, also es gibt so ein paar Must-Haves, also auch wenn Sie aufs Budget eben gucken müssen, was muss alles auf die Website drauf? Also ganz klar die Infos über die Einrichtung, wer man ist und was man so anbietet und wen man anlocken möchte. Dann, glaube ich, geht es Ihnen allen so in den Häusern, man braucht die Kategorie Aktuelles oder Veranstaltungskalender oder wie auch immer man es dann nennt, aber wir haben ja alle ein öffentliches Haus und wollen Besucher anlocken und haben neue Sonderausstellungen, haben Abendvorträge, haben Aktionstage, Museumspädagogik und es sollte relativ zentral oder oben irgendwie erscheinen, wo man immer gucken kann, was ist denn geboten, wenn man geht ja als Nutzer vielleicht Freitagabends so, oh, was machen wir jetzt am Wochenende und dann klickt man sich so durch. Und wenn dann nicht direkt oben steht, hey, komm morgen zu uns, Tag der offenen Tür oder Herbst basteln, Halloween basteln, dann geht man schon irgendwie weiter. Also das muss so ganz zentral sein. Das finde ich ist ein Must-Have. Und das klang vorher auch an und das muss ich dick unterstreichen, gute Fotos. Man muss also auch Fotos machen und das haben jetzt die Kollegen auch gezeigt, finde ich, wo auch Leute mit drauf sind. Also man will ja die Leute ansprechen und die Besucher und ich finde übrigens die Bilder bei euch in Erlangen, das hat schön funktioniert, diese Stimmungsbilder, wenn dann mal so Details von den Exponaten sind. Also mich hat das angesprochen. Ich meine, ich bin Historikerin, klar, mich spricht das an, aber ich bin ja auch so ein Zielpublikum und wir haben jetzt ganz viel Fotos gemacht für die Forscherfabrik mit Kinder. Was ein Aufwand ist. Also wir hatten so die Schwierigkeit, die Forscherfabrik war noch gar nicht geöffnet. Also sie war auch noch nicht ganz fertig, aber die Website musste schon ein paar Monate vorher online gehen. Und dann muss ich erstmal Kinder organisieren, deren Eltern zustimmen, dass ihre Fotos veröffentlicht werden und. Da muss ich irgendwie Termine koordinieren und dann muss der Fotograf es schaffen, die Forscherfabrik, die zum Teil noch große Baustelle war, so kurz vorher, wie das immer so ist, so zu fotografieren, dass sie trotzdem schon ansprechend aussieht. Also da standen dann irgendwie schon drei Exponate drin, die wir schnell aufgebaut haben und dann muss man irgendwie halt den Winkel immer so wählen, dass man nicht noch da hinten sieht, wie die Handwerker noch die losen Kabel, die von der Decke hängen, irgendwie einbauen müssen. Also gute Fotos ist wirklich das A und O, denn das muss man sich nur selber angucken. Man wird ja von guten Bildern angesprochen. Wenn einem gefällt, was man da sieht, dann lese ich den Text. So, und dann interessiert mich, was ist es? Und dann überlege ich, ob ich hingehe. Aber so das Foto muss schon irgendwie die Verbindung schaffen. Was ich später so als nice to have eingestuft habe, ist, dass man noch einen Blog hat, wo man immer noch so ein paar aktuelle Infos streuen kann. Also wenn man schon einen Veranstaltungskalender hat, dann braucht man nicht unbedingt noch einen Blog. Den lesen bei uns, glaube ich, auch nicht so viele, obwohl wir einen haben. Und was nett ist, aber auch nicht unbedingt sein muss, ist, dass man noch irgendwie ein Video einbaut. Also wir haben jetzt auf unserer Startseite einen Animationsfilm, der gemacht wurde von unseren beiden Maskottchen, Gottlieb und Emma. Und den haben wir dann später noch einbauen lassen, weil wir halt jetzt eben so einen Film haben. Aber an sich, finde ich, braucht es das nicht unbedingt. Man könnte eher, wie es die Kollegen gesagt haben, vielleicht auf einen YouTube-Kanal verlinken, wenn es einen gibt.
Ja, ich würde an der Stelle, habe ich mir notiert, mal kurz was zu unseren Kosten sagen. Ich habe jetzt nochmal recherchiert und das war gar nicht so einfach, denn man hat immer mal wieder noch Sachen dazu gebucht und dann ist einem aufgefallen, oh, wir brauchen das noch und Sell noch und jenes. Aber dass Sie auch mal den Kontrast haben zu dem Baukastensystem, also die Website hat uns, sage ich mal, bis sie dann 2018 online ging, inklusive der Pre-Website 30.000 Euro roundabout gekostet. Was nicht dabei war, was halt noch on top kam, war die ganze Logo-Entwicklung. Also das ist ein Extra-Posten, der war da nicht dabei. Also das muss man schon sagen, dass wir wirklich sehr viel Glück hatten, dass das Projekt Forscherfabrik einfach so im Vorfeld vom Oberbürgermeister, vom Gemeinderat und von vielen Partnern und Förderern, also auch so private Unternehmen aus Schorndorf, so gefördert und gepusht wurde, dass wir da einfach auch ordentliche Fördersummen bekommen haben und deshalb es möglich war. Ich muss auch sagen, ich glaube, es hat sich gelohnt. Also, aber man darf es nicht unterschätzen. Also, das muss man natürlich erstmal locker machen können. Und es kommen halt laufende Kosten dazu, also so ein bisschen was Domain-Sicherung und so ein paar andere Sachen und dass man halt doch immer wieder mal irgendwie eine kleine Erweiterung oder Erneuerung oder Verbesserung braucht. Und da kann man dann schon auch noch mal so mit 1.500, 2.000 Euro im Jahr rechnen, die man laufende Kosten hat, wenn man jetzt nichts ganz Großes umstrukturieren möchte. So, wir sind schon auf meiner vorletzten Folie. Der Teufel steckt im Detail. Als ich mich vorbereitet habe auf den Vortrag, habe ich nochmal alles durchgeklickt auf der Website und prompt bin ich irgendwann bei Fehler 404 gelandet. Diese Seite wurde nicht gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich nicht mehr weiterkam, aber ja, also sowas passiert irgendwie nach wie vor noch, dass mal irgendwas nicht klappt. Und das rechte Bild, das war so ein Klassiker irgendwie am Anfang. Das ist unser Buchungskalender, wie er heute zum Glück nicht mehr aussieht. Denn wie Sie sehen, sieht man halt irgendwie nichts gescheit. Also man geht da als Lehrer hin und hat seinen Kurs ausgewählt und dann möchte man sagen, an welchem Tag man kommen will. Und dann öffnet sich die Woche, drüber der Monat. Ich kann schon gar nicht mehr sehen, an welchem Wochentag ich jetzt gerade bin. Und dann öffnet sich noch Menü oben drüber. Dann weiß ich schon wieder nicht mehr, welcher Monat ich bin. Also das war, da haben wir irgendwie lange dran getüftelt, dass das eben sich, diese ganzen kleinen Unterseiten, die man dann irgendwie weiterklickt, dass das auch alles noch so aussieht, dass man es gut bedienen kann. Und wir haben auch versucht, Leute aus unserer Zielgruppe so in dieses Testing mit reinzunehmen. Also wir haben zwei Lehrerinnen, zwei Grundschullehrerinnen, die bei uns im Team arbeiten, die vom Ministerium abgestellt sind. Die haben so ein paar Deputatsstunden, die sie bei uns in der Forscherfabrik arbeiten. Und die haben zum Beispiel auch ganz viel uns Tipps gegeben, was sie wissen wollen, wenn sie eben einen Ausflug mit ihrer Klasse planen. Also was ich vorher kurz angesprochen habe, kann man irgendwo festspannen, weil festspannen ist ja sehr, sehr wichtig, wenn Kindergartengruppen und Schulklassen kommen. Also die reisen vielleicht eine halbe Stunde an, dann müssen die schon das erste Vesper machen, dann haben die ja schon Hunger. Dann ist der Kurs 3 Stunden, dann muss es eine Vesperpause dazwischen geben. Dann ist der Kurs zu Ende, dann ist es Mittag. Gibt es da irgendwo einen Bäcker, wo die sich nochmal was holen können? Oder gibt es einen Spielplatz, wo man die nochmal auspowern kann, bevor die wieder in die S-Bahn zurück zur Schule kommen und, und. Also lauter so drumherum Details. Genau, also ich glaube, das macht auch Sinn, dass man auch mal auswärtige Personen sozusagen fragt und sagt, hey, könnt ihr euch mal unsere Probewebsite anschauen? Was fehlt denn euch da noch? Genau. Okay, ich bin fast am Ende. Ich habe mir zum Schluss noch überlegt, was ich sagen könnte zu dem Thema rückblickend betrachtet. Also was war schwierig, was kann man vielleicht besser machen, oder was kann ich Ihnen noch als Tipp mitgeben, was irgendwie wichtig ist, wenn man das Projekt ganz neue Website angeht. Die Bedienbarkeit. Also die Erlanger Kollegen haben ja auch schon gesagt, man ist ja dann irgendwie doch ein nicht so großes Team und man muss die Sachen ja auch selber befüllen. Also es muss funktionieren. Und dann sitzen da Historiker oder Kunsthistoriker oder sonst wie. Und da ist man ja, also mir ist das fremd gewesen. Also es muss schon einigermaßen, wenn es gut läuft, intuitiv sein, sodass ich ein paar Sachen verstehe. Und man muss halt, wenn es möglich ist, die Mitarbeitenden einfach gut schulen. Also wir haben dann bei unserer Marketingagentur, ich glaube, mehr, also zweimal oder so eine Schulung bekommen, wo die uns das alles erklärt haben.
wie das funktioniert und was wir selber machen können. Wir haben dann auch immer so ein bisschen nachjustiert und gesagt, gut, den Bereich, den müsst ihr uns irgendwie auch noch freischalten. Das muss auch noch so funktionieren, dass wir was einfüllen können und eintragen können, mal Fotos austauschen. Denn so eine Website ist ja nie fertig. Also es ist nicht so, ja gut, 2018, Forscherfabrik ist auf, Website steht, alles erledigt. So ist es eben leider nicht. Man erneuert sich ja, man verändert sich, man hat in der Einrichtung neue Angebote, es gibt mal eine neue Sonderausstellung oder ein Teil der Dauerausstellung wird erneuert. Es gibt eine neue Telefonnummer oder keine Ahnung, also alles Mögliche und man muss das ja immer auch dann wieder auf die Website stellen. Man muss auch, finde ich, immer wieder mal neue Fotos machen, also einfach auch regelmäßig austauschen, neue Bilder, mal andere Kinder, andere Leute, mal andere Exponate, dass einfach auch ein neuer, frischer Eindruck irgendwie entsteht. Genau. Man darf, das haben wir am Anfang unterschätzt, die Website-Pflege, die Zeit, die wir sie für die Pflege der Website brauchen, auch nicht unterschätzen. Also man muss sich da, denke ich, mindestens einmal im Monat hinsetzen, mal alles durchklicken, funktioniert noch alles, wie ist unsere Sichtbarkeit, unsere Auffindbarkeit, sollten wir mal ein paar Fotos austauschen, weil, ups, das eine Exponat haben wir ehrlich gesagt aus dem Verkehr gezogen, weil das nicht gut funktioniert hat, oh, das ist aber immer noch mit Foto drin, ja, doof, da fragen die Leute danach, das müssen wir mal austauschen. Oder, ja, weiß ich nicht, wir haben ein neues Kindergeburtstagsangebot. Es muss auch auf die Website, nicht nur auf den Flyer. Muss man irgendwie alles mit einplanen. Ja, und es sollte, wenn es geht, eine Website sein, die so ein bisschen erweiterbar ist. Also wo Sie dann auch später noch sagen können, wie jetzt mit den Kacheln. Wir brauchen noch mal eine Ebene weiter drunter. Wir haben gemerkt, wir haben jetzt, seit die Forscherfabrik eröffnet hat, noch zwei neue Themenwelten im Haus und eine im angegrenzenden Stadtpark gestaltet. Das muss ja auch noch irgendwie drauf und dann müssen wir halt unten nochmal ein bisschen die Seite erweitern. Okay, da kommen nochmal zwei, drei Kacheln hinzu mit unseren neuesten Erweiterungen. Ja, und dann, schönes Stichwort vorher, Barrierefreiheit ist gefallen und das habe ich mir jetzt gleich nochmal notiert, weil da haben wir, also unsere Einrichtung ist barrierefrei, wir haben Aufzug, Treppenlift und alles, aber die Website ist es nicht wirklich und das ist was bei dem ich sage, da muss man jetzt dringend noch nachbessern. Das wurde damals nicht wirklich mitbedacht. Die Schrift sind zum Teil zu klein. Wir haben keine Texte in einfacher Sprache und, und. Also da hängt es noch an einigen Ecken und Enden. Das ist jetzt auf meiner To-Do-Liste neu nochmal aufgetaucht, beziehungsweise kann ich dann den Kollegen weitergeben, weil ich nicht mehr in der Forscherfabrik arbeite. Genau, und zum Schluss noch, wir hatten jetzt eine Agentur, die eben hauptsächlich Marketing und Werbung macht. Die haben aber auch Programmierer in-house und haben das deshalb gemeinsam gemacht. Die haben aber nicht so viel Website-Programmierungserfahrung. Also ich glaube, deshalb gab es auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten irgendwie zu Beginn und so ein paar Hürden und ein paar Fehler, die sich vielleicht hätten vermeiden lassen. Aber es hat natürlich auch super viele Vorteile, dass das jetzt ein Büro war oder eine Agentur, in der beides ablief. Aber das muss man sich natürlich auch überlegen. Sagt man, okay, wir nehmen eine Agentur, die die programmiert und wir haben dann noch irgendeine Art Grafikagentur, Grafikbüro, wie auch immer sich es dann nennt, die uns den Look, das Layout und die Grafik irgendwie geben. Ich glaube, das kann beides gut funktionieren, je nachdem, ob Sie schon Kontakte haben oder jemanden kennen oder irgendwie unbedingt eine Website gesehen haben, die Sie wundervoll fanden und dann wollen Sie genau die gleiche Agentur für Ihr Projekt haben. Genau. Und damit bin ich am Ende und bin jetzt gespannt, ob noch ein paar Fragen offen sind Ihrerseits.